Hoffe ich. Und da ist er auch schon. Na dann, hüpfen wir mal rein, gucken, was hier abgeht, ne? Als ich dich da neulich gesehen habe, dachte ich nur, das Mädel hat echt Eier. Und für diesen Job hier brauche ich jemanden mit richtig dicken Teilen. Hoffentlich kann er sich bei all den Hodenfantasien noch aufs Fahren konzentrieren. Carrie hat ständig Unfälle gebaut. Ist das deine Karre? Um Gottes Willen, nein. Geliehen. Können Sie also ruhig schrotten. Das ist der Plan? Fuck, wusste ich's doch. Ah ja. Womit können meine Eier dir denn heute dienen? Ein paar Leute in dieser Stadt sind komplett durchgedreht. Du hilfst mir, dieses Drecksloch, das wir zu Hause nennen, wieder zu richten. Aha. Und wie genau mache ich das? Kennst doch diese Girl Group, Us Cracks, oder? Drei Mädels aus Japan, Elektropop-Scop. Asien der Hit, aber wer ist das nicht? Jetzt haben sie jedenfalls eine N-USA-Tournee geplant und wollen als Promo meinen Song covern. Kannst du das fassen? Sowas lasse ich nicht mit mir abziehen. Wow. Okay, und du hast was gegen diese Tussis, weil... Ernsthaft? Siehst du nicht, wie abgefuckt das ist? Nee. Ach, scheiß drauf, ist egal. Du raffst es gleich. Hör dir einfach den Plan an. Der Truck mit ganz dem Equipment kommt hier lang. Hab einen Tipp bekommen. Wir machen's oldschool und sprengen das Scheißteil. Ohne Gier müssen die Schlampen ihre Konzerte absagen. Carrie löst seine eigenen Probleme? Früher hat er immer seine Anwälte alles regeln lassen, während er seinen Arsch am Pool gesonnt hat. Muss wirklich was richtig Abgefucktes sein. Ja, wahrscheinlich genug gesonnt. Gleich da. Braun genug. Scap Travel, warum ist es auf einmal Englisch? Vor allem, warum ist es auf einmal Englisch? Ja, bin ich ja mal gespannt. Da wären wir. Mitten in der Fahrt einfach aussteigen. Easy Game, ne? Kein Problem. Kofferraum. Nimm raus, was drin. Okay. Nicht schlecht. Ziemliches Arsenal. Wir kämpfen für Freiheit. Künstlerische Freiheit. Na los, fangen wir an. Okay. Ich weiß doch, wie Carrie tickt. Hier geht's um was anderes. Aye, aye, Sir. Wusstest du, dass sie genau hier Ivy Coma getötet haben? Nee. Die DJ? Ein getarnter AV ist ihrer Limo gefolgt. Ist nicht viel von ihr oder der Limo übrig geblieben. Dabei war sie gar nicht das Ziel. So ein Biotechniker-Anzug war damit beschäftigt, ihr die Muschi zu lecken, als gefeuert wurde. So wurden die Leichen gefunden. Beim Muschi-Lecken. Okay. Hat zu viele Items dabei? Das ist ja blöd jetzt. Leg sie hier raus. Okay. Verstecken, schnell! Na, schnell ist schwierig. Ich kann gerade nicht rennen. Aber ich kann halt komischerweise noch springen. Was ich natürlich machen könnte, wäre hier irgendwo in Athletic meine Tragekapazität noch erhöhen, wenn das noch geht. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo habe. Nö, anscheinend nicht. Keine Ausdauer, Gesundheitsregulation, beim Tragen, bla bla, mit Schießen, beim Sprinten, okay, ist auch nicht schlecht eigentlich. Nö. Hier wird nichts. Also irgendwo gibt's das, aber wo, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann müssen wir das so machen. Ist ja aber auch kein Problem, ich kann ja springen. Ja, ey, ich bin gleich übelst versteckt. Pass auf, wie ich versteckt bin.
Und jetzt? Jetzt warten wir. Richtig krass versteckt. Die Fahrer von diesem Truck. Sind sie bewaffnet? Mietmuskeln dabei? Scheiße. Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass du mit allem fertig wirst. Ach so, ja. Wir improvisieren also, ja? Nicht mein erstes Mal. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wenn dann die Autos auch mal ankommen, ne? Da ist er. Auf die Minute. Showtime. Ich schnapp mir den Fahrer. Du seinen Schuh. Die müssen raus aus dem Truck. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Was zur Hölle soll das? Raus auf den Boden. Hände da, wo ich sie sehen kann. Steigt aus. Schön ruhig, kein Scheiß. Dann passiert nichts. Immer über aggressiv. Scheiße, wir sind nicht. Ich hab gesagt, ruhig. Und jetzt runter auf den Boden. Zum letzten Mal. Hey, Mann. Runter mit der Waffe. Lass uns reden. Nicht ein Wort. Es ist gleich vorbei. Na, verdammte Scheiße. Die ID-Karte, schnapp sie dir. Ja, bin ich schon dabei. Halt still. Und mach keinen Scheiß. Das ist bestimmt der falsche Truck. Muss dein Glückstag sein, Carrie. Alles vollgestopft mit Gear. Mixer, Lautsprecher, Schlagzeug, ellenlange Kabel. Scheiße, ja, Volltreffer. Gut, Freunde. Und jetzt rennt und guckt nicht zurück. Ich sagte, ihr sollt euch verpissen, verdammt. Nun zum großen Finale. Mhm. Soll nur noch eine schwelende Pfütze aus Chrom und Plastik übrig bleiben. Du bist der Boss. Lass ihn brennen! Ich hab jetzt, warte mal, ich muss glaube ich mal eben eine andere Granate auswählen, dann kann ich glaube ich auch mal eben ein paar Waffen wegmachen, damit ich wieder rennen kann, weil es ist ein bisschen doof so. Holy moly. Wir machen mal ein paar Sachen weg, die vielleicht dazu führen, dass ich nicht mehr rennen kann. Die behalten wir einfach mal, weil die sind nicht so schlecht. I like it. Der Rest kann jetzt weg. Ja, und dann werden wir mal Kavum machen, würde ich sagen. Ne? Mal schauen. So. Nice. Dann das und dann machen wir da richtige Granaten rein. Ich weiß nicht, will er Brandgranaten, will er nicht Brandgranaten? Wir machen einfach das hier. Hier. Oh, scheiße. Hat gepasst. Ist eine gute Komplizin, wie? Ich weiß. Respekt, Carrie. Das war nur ein Truck voll Ramsch für japanische Plastikpuppen. Und er könnte genauso gut einen Popcornstand hochjagen. Aber... trotzdem ein Riesenschritt. Ich erkenne den Bastard kaum wieder. Brennt ganz schön hell, das gebe ich zu. Aber was hast du eigentlich davon? Wenn die kleinen Schlampen auf meinem Rücken zum Ruhm reiten wollen, haben sie sich geschnitten. Ah ja. Weißt du, was ich opfern musste, um es so weit zu bringen, was ich für den Erfolg bezahlt habe? Nee. Und diese 10 Annie-Huren klauen meinen Song und denken, ich lass das zu? Diese ignoranten Fotzen. Ja, Erfolg. Immer ein Wunderpunkt für Carrie. Nichts hat sich geändert. So macht man in Night City Geschäfte. Respekt, Carrie. Endlich verstehst du mich. Danke. Hauen wir ab. Na klar. Schaffst du uns vom Arsch. Ah, mit der Karre. Huh, mein Freund, das wird schwierig, ne? Wie Sache sieht es? Das ist jetzt nicht, also, naja, nicht die schnellste Kiste auf der Piste. Aber, Scheiße. Kriegen wir schon hin. Das letzte Mal, dass ich vor Cops geflohen bin, war 2020. Das war schon eine Weile her. Obwohl wir total zugedröhnt waren, haben die Bullen uns nicht erwischt. Diese Deppen haben keine Chance.
Jetzt geht er halt richtig ab. Ist nicht billig, aber jeden Eddie wert. Gute Arbeit. Noch habe ich kein Annie gesehen. Okay. Lass mich an der Carnitas raus. Wo ist das? Moment. Hier. Andere geben? Ich habe keine Ahnung. Ich muss ja versuchen, Johnny noch auf 70% irgendwie zu bekommen, weil das wichtig ist. Aber das werden wir sehen, ob das hinhaut. Carrie Urodine ist in so einer Drecksbude? John Butter. Hier gibt's den besten Kaffee der Stadt. Zäh wie Teer. Und Stammkunden kriegen das ungespritzte Zeug. Cool. Komm, ich lade dich ein. Wow, Kaffee mit einem Rockstar? Na gut, einmal ist immer das erste Mal. Ich frage mich, warum das so spät kam. Samurai gehen jeder Ende für Gitarren und Saiten und so drauf. Dann halt nächstes Jahr. Weißt du? Ja, klar. Warum sagen die jetzt immer Annie und nicht Eddie? Was ist hier los? Morgen. Ich kenne diesen Laden, diesen Geruch. Aber woher? Ja, hallo? Du stinkst nach Fast Food. Liefert ihr auch? Früher mal. Letzte Woche wurde unser dritter Lieferjunge erschossen. Der Job ist nicht mehr heiß begehrt. Verständlich. Willst du jetzt was bestellen? Nee, lass mal. Wir waren total pleite, sind aber trotzdem jeden Tag über die Straße zu Caliente gegangen, vollgefressen und literweise Kaffee gesoffen. Johnny meinte, so hungrig und high wie wir waren, hätten wir sogar die Pappkartons der Penner draußen gefressen, was natürlich nicht stimmte. Das übliche, Mr. Urodine? Doppelter Espresso, Jamaika Blend. Schwarz, kein Zucker. Kein Problem. Und für dich? Dasselbe wie er. Gern. Bin gleich wieder da. Warum nicht? Boah. Scheiße. Ich komme gerade erst runter. Wow, war das irre. So habe ich mich seit Memphis nicht mehr gefühlt. Letzte Tournee, letztes Konzert, die kreischende Menge... Ich auf der Bühne? Fuck. Musste gerade wieder an die Fotzen von Asterix denken. Glaubst du, das war's? Keine Ahnung. Du hast echt einen Hass auf die, oder? Guck mal. Unerträglich. Und die Scheißnummer ist ihr größter Hit. Ja. Könnte solche Hits landen. Ist doch krass. Selbst du. Danke. Sehr nettes Kompliment. Du hast den Truck nicht zur Verteidigung der Kunstfreiheit angezündet. Es geht um Geld, oder? Wurdest du um deine Lizenzgebühren beschissen? Keine Ahnung, wovon du redest. Hat nichts mit Geld zu tun. Ja, ey, ich hab doch keine Ahnung von dem Biss hier. Ich kann nur nicht ertragen, dass Johnny recht gehabt haben könnte. Was sollte Johnny damit zu tun haben? Naja, er meinte, ich würde Samurai fürs Geld verlassen. Und den Ruhm. Was nicht stimmte. Nee, stimmte, gebe ich zu. Aber er meinte auch, ich würde mich zur Konzernhure machen. Und gegen den Vorwurf wehrst du dich? Das mit Ascrax. Was, wenn ich auch nur ein Produkt bin, wie diese Puppen, in dreckigem Geld ertrinke, statt drin zu schwimmen? Das ist eine gute Frage. Carrie, mach dir doch nichts vor. Du willst frei sein? Rebellieren? Hättest kein Multimillionen-Eddie-Deal mit dem größten Medienkonglomerat im Land machen sollen. Wie
Ist das dein Ernst? Die haben die Rechte über meine Songs, aber nicht mich, verdammt! So läuft das nicht in dieser Stadt. Es gibt nur Verträge. Kein du oder dich. Du irrst dich. Und ich werde es dir beweisen. Hoffentlich, Carrie. Ich muss los, Vi. Danke für... Weißt schon. Keine Ursache. Ist halt immer schwierig, was soll man da antworten, ne? Halt nicht so einfach. Aber die haben wir abgeschlossen, die Mission. Ich weiß nicht, ob er sich nochmal meldet. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er das tun wird. Und wir warten jetzt einfach so lange, bis das passiert. Oh, er schreibt. Hey, ich denke immer noch ständig an unser kleines Abenteuer. Total geil. So muss man leben. Am Limit. Gibt halt nichts Geileres als Explosionen und Straßenrennen, blablabla. War ein ganz normaler Tag für mich, aber ich hoffe, es hilft. Ja. War ein ganz normaler Tag für mich, aber ich hoffe, es hat dir geholfen. Du bist ungefähr so cool wie ein Karaoke-Star aus Kabuki. Ich melde mich. Ich sagte, er meldet sich noch. Nice. Hey, Carrie. Weißt du, was ich gerade sehe? Die Konzertankündigung für Askrax. Shit, das darf nicht wahr sein. Was bitte? Wir haben uns doch drum gekümmert. Das hat nichts gebracht. Die haben den Gig nur verschoben. Triff mich vor dem Club. Der Wink hat nicht gereicht. Jetzt wird's zugeschlagen. Und wir haben auch wieder ein Zauberauto am Start. Hast du schon mit dem Label geredet? Natürlich. Ich hab meinen Manager geschickt. Das hat einen Scheiß gebracht. Die haben mir eine Kiste teuren Whisky geschickt und mich alle 2 Sekunden mit Werbung an unseren Deal erinnert. Fick die! Was jetzt? Willst du eine Bombe im Club legen? Nein, ich rede mit ihm. Okay, gut. Ich dachte schon. Komm bewaffnet. Okay. Alles klar. So lange müssen wir ja nicht warten, aber doch ein paar Stündchen. Und dann bin ich ja mal gespannt. Hey! Alter, Inkognito, der Boy. 15 Minuten rum für diese kleinen Idioten sind jetzt abgelaufen. Hey, wie ist nun der Plan? Easy. Wir gehen rein, finden die Umkleide der Schlampen, machen unser Ding und hauen ab. Okay, was ist unser Ding? Aber ich darf nicht gesehen werden. Das wäre kostenlose PR für die. Mhm. Und die hast du ihnen schon genug beschafft. Der brennende Truck war in allen Feeds. Und allen Sheets. Spar dir die Sprüche. Sag mir, wie wir reinkommen. Naja, manchmal liegt die Lösung auf der Hand. Wir kaufen Tickets. Okay. Erstens, bist du bescheuert? Die Fotzen kriegen keinen Annie von mir. Zweitens, ist ausverkauft. Okay, okay, wir finden einen anderen Weg rein. Sehen wir uns um. Mein Gott, es gibt immer, also weibliche Reize, schaffen wir alles. Na? Scannen den Zutritt zum Club. Scan Fans und klaut 2 Tickets. Okay. June, das ist Wucher für Sektor D. Nicht dein Ernst, oder? Ist diese dumme Show überhaupt gefragt? Ich sag mal so, Lizzie Wizzy's Gig vor 2 Wochen. Nicht mal dafür gingen die Tickets so gut weg. Die Leute sind verrückt nach Askrax. Kriegen nicht genug. Die Leute sind fliegen. Stürzen sich auf jede Kacke, die Werbung ihnen verkauft. Mag sein. Ich habe jedenfalls nur noch 2 Tickets. Wollt ihr sie oder nicht? Was kosten die Tickets? Wie? Was habe ich gerade gesagt? Zahl das Dreifache und sie gehören dir. Schum, so viel zahlt keiner. Keiner! Moment. Kannst du dir später dein gierigen eine Nachricht gesehen? Ich will ja nicht angeben, aber ich habe gewonnen. Ich wollte mich nochmal bitte bedanken. Ohne dich hätte ich den Artikel nicht schreiben können. Na gut, ich gebe es zu. Eigentlich wollte ich nur angeben. Okay, ich soll die klauen. Nee, noch. Wir sind nicht durch, mein Freund.
kann aber nicht alles scannen, Alter. Wie klaue ich denn? Ich muss ja dann erstmal einen finden, den ich beklauen kann, ne? Such dir einen Job! Ich hab doch gar nicht mit dir geredet, was willst du? Wie klaue ich da Tickets? Boah, jetzt muss ich echt alles scannen. Yo. Yo, was geht? Alles Fanboys. Hier vielleicht auch welche, die noch nicht in der Schlange stehen? Das wäre natürlich Killer. Okay, er verkauft auf jeden Fall welche, das weiß ich. Was glaube ich denn? Ey, ich habe keine Ahnung, wie ich klauen soll, ohne Witz. Meinst du nicht, der Preis ist ein bisschen übertrieben? Tum, ich habe Kosten. Musste die Tickets besorgen für die IT-Entfernung blechen. Ich komme gerade mal auf plus minus null. Du bist nicht der einzige Hehler hier. Kasi, Flan, Madam Fixed. Kennst du, oder? Ja. Sind sicher bei einem anderen Event, aber hey, nur ein Anruf weit weg. Dann taucht einer von denen mit Tickets hier auf und verkauft sie mir zur Hälfte deines Preises. Und wenn es Flan ist, dann poliert er dir bei der Gelegenheit noch die Fresse. Er hasst es, wenn Abzocker wie du den Markt ruinieren. Also, was sagst du? Okay, okay. Schon gut. Sonderpreis, weil du es bist. Ich weiß ja nicht, wie ich die klauen soll, deswegen muss ich die bezahlen. Okay, gib mir zwei. Nova, viel Spaß bei der Show. Wir sind drin. Wow, gute Arbeit, wie. Ach, halt's Maul. Ich war wohl nicht deutlich genug, als ich meinte, dass ich. Schnauze jetzt. Du bist kein Annie Ärmer und wir sind sofort drin. Können wir uns hier mal durchdrängen, bitte? Hi. Tickets? Alles klar. Ja, gibt auch safe einen anderen Weg, aber mein Gott. Ist doch egal. So, komm. Wie ist die Lage so kurz vor der Show? Alles okay? Ja, gab ein paar Probleme mit dem Sound. Die Sternchen wollten ihre eigenen Matrizen. So eine beschissene Spezialanfertigung aus Japan. Ach, man kennt's, ne? Die Jungs wussten nicht, wie sie die verlinken sollten. Keine Ahnung. Aber jetzt passt wohl alles. Cool. Soundsystem, was? Muss ein Smart-Vocoder sein, die den ganzen Scheiß-Job übernehmen. June, komm schon. Wir haben sie drin gelassen. Geht nicht.
Da sucht's am Haupteingang, die checken die Liste. Ja, aber bis dahin sind die Holoprojektoren im Arsch. Da muss ich sie rekalibrieren und die Show kann nicht anfangen. Dann heißt es Sayonara. Dann bist du weg, weil wir nicht unsere Ärsche hinhalten. Fuck. Schon gut, rein. Tackert euch die Dinger das nächste Mal an die Stirn, kapiert? Ja. Danke, Kumpel. Hast die Show gerettet. Okay, Carrie, komm. Holoprojektoren rekalibrieren? Woher weißt du so einen Scheiß? Von früher. Hab eine Weile Backstage für Jihan gearbeitet. Und einiges gelernt. War doch nicht ganz umsonst. Und wir sind einfach technisch sehr gut. Ich hab die Schnauze voll. Ich geh wieder Zuleitungen installieren. Ronnie wird wohl nach Europa versetzt. Hat er Ihnen gesagt, dass du schwanger bist? Ja, aber er muss gehen. Wir zahlen immer noch seine Implantate ab. Crazy shit. Na komm, rein. Bin ich ja mal gespannt. Und jetzt reden wir. Ich setz mich mal. Wer seid ihr, Wichser? Der Wichser, den ihr bekloppt. Carrie Eurodyne? Carrie Sun? Sun am Arsch. Das ist keine Teezeremonie. Wie? Lasst ihn reden. Alles nur ein Missverständnis. Die sind, glaube ich, voll die Fans von ihm. Und wir gehen. Aber Carrie Sun, was soll das? Wir hatten doch einen Deal, oder nicht? Oh mein Gott, geht's um dieses N54-Interview? Wir wollten niemanden beleidigen oder so. Alt bedeutet heute doch gar nichts mehr. Kein Wunder, dass der Truck nichts gebracht hat. Sind dümmer, als ich dachte. Halt, halt, halt. Was war das mit einem Deal? Wir haben einen Deal mit MSM, um Carrie Suns User-Friendly zu spielen. Unsere neue Single für den Nordamerika-Teil unserer Tournee. Nur über meine Leiche. Aber wir wollten deinen Rock in eine neue Ära bringen. Ist das nicht was zu Rock? Ihr? Okay, ich sag euch was. Wurde schon oft behauptet, aber ihr habt es geschafft. Rock ist tot. Ihr habt ihn getötet. Gratulation, Bitches. Mein Gott, aber überdramatisiert hier. Hat gesagt, dass du mit uns arbeiten willst. Kovacek? Was zur Hölle? Davon wusste ich nichts. Dieser verfickte Konzern sagt. Hör zu, Carrie Sun. Das Cover ist ein Ausdruck unserer Liebe für dich. Lass uns bitte was aushandeln. Rock mag tot sein, aber Carrie ist blind, wenn er nicht sieht, dass die Mädchen Potenzial haben. Natürlich. Sieht aus, als hätte das Label euch alle gefickt. Ihr seid nichts als Marionetten. Sieht ganz so aus. Fuck. Wisst ihr, ist nichts gegen euch. Die Situation ist einfach abgefuckt. Was erwartest du, wenn du deinen dummen Arsch an einen Konzern kettest? Wir reden mit dem Label, Carrie Sun. Aber jetzt werden wir unseren Ärger bekannt geben. Dein Song ist nicht in der Setlist. Wir sagen das Konzert ab und verschieben die Tournee. Was sagt ihr da? Das kostet euch Millionen. Die Labels verlieren mehr. Also gut. Ihr seid in Ordnung. Was ich vorhin gesagt habe. Kein Problem, Carrie Sun. Selbst Affen fallen verloren. Okay. Gehen wir wie. Warte! Carrie Sun, kriegen wir ein Foto mit dir? Nur als Andenken? Warum eigentlich nicht? Wie wärst du so lieb? Klar. Sagt Sünd Cheese. Willst du nicht echt einen Willen machen? Alles klar. So. Wie mach ich nochmal ein Bild? Hab ich vergessen. So. Ja. Okay. Ist ready. Ich glaube, das reicht. Ich will da nicht mit reingezogen werden. Ich will da auch nicht drauf. Also, arbeitet ihr gerade an was? Könnt euch bei eurer Single helfen?
Wirklich? Ich bleib noch hier. Ich meine, sieh sie dir an. Aha. Die Mädels brauchen Hilfe. Ich danke dir. Na klar. Mhm. Viel Spaß. Na dann, haut rein. Oh Mann, ey.